Herzlich willkommen auf dem Kanal Medien Passion. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Und zwar möchte ich heute wieder mal auf die Quest mit euch zusammenziehen. Und zwar ist ein neues Spiel erschienen, jetzt am Donnerstag, den 16.09. für 14,99 € im offiziellen Oculus Store kommt nun endlich das Spiel Rainbow Reactor Fusion raus. Es ist ein wenig abgewandelt und etwas größeres Spiel geworden als das, was ich damals im Steam Store gespielt habe. Es ist von einem deutschen Entwickler, und zwar der TunerMax Media GmbH. Ihr kennt bestimmt einige von euch werden bestimmt auch den Kalle kennen. Vom Kalle habe ich jetzt wieder mal einen Key bekommen. Vielen Dank nochmal an dich. Ich möchte aber nicht nur das Spiel euch jetzt zeigen, sondern ich habe mir überlegt, ich tue euch und auch der TunerMax GmbH was Gutes und werde einmal dieses Spiel verlosen. Und zwar aus eigener Tasche. Und was müsst ihr tun? Dieses Video liken, ein Abo für diesen Kanal geben. Schön wäre es, wenn das Video geteilt wird. Und alle, die bei uns im Discord sind, haben eine Chance, in den Lostopf zu landen. Also, bevor wir jetzt hier lange rumschwätzen, dann schauen wir uns das Spiel einfach mal an. Und ihr wisst ja, nach dem Intro, wie immer, geht es los. Bis gleich. Rainbow Reactor Fusion! So, da sind wir drin in dem Spiel. Sehr dunkel. Was sehen wir? Wir können die Sprache wählen. Also, wir haben mit Untertitel Deutsch, Englisch und... Oh, jetzt bin ich gerade überfragt. Schwedisch? Ah, ich traue mich gerade nicht. Also, Untertitel brauchen wir, glaube ich, keine. Die würde ich gerne auch wieder ausschalten. Aus, okay. Finden dich, Leute. Finnland ist das. So, wir sagen Spiel starten und gucken mal rein. Scheint hier zu regnen. Hallo, ich bin's, dein entfernter Verwandter, Alfred Lucian von Hoffen-Hasselbrock. Willkommen in Raid City. Wie du weißt, wird die Stadt von unserem Rainbow-Reaktor mit Strom versorgt. Doch es ist etwas Schlimmes passiert, an dem ich die Schuld trage. Der Reaktor funktioniert nicht mehr und bald wird es Stromausfälle geben. Wir werden unsere Verträge verlieren und die Bürger von Rain City werden eine schreckliche Energiekrise durchleiden. Also ihr seht, das Spiel hat eine richtige Nur Story du kannst hingelegt. uns retten, denn ich habe schon genug angerichtet. Leider wirst du mit Dottie arbeiten müssen, unserer Managerin. Nimm ihr die schroffe Art nicht krumm. Sie meint es nicht böse. Du musst ihr Vertrauen gewinnen und das ist der Grund, warum ich dir nicht einfach sagen Sehr kann, lieber was Dottie ist passiert auch ist. wieder da. Sie würde sofort wissen, wenn du weißt, was ich weiß, und dann würde sie dich einfach rauswerfen. Immerhin konnte ich unauffällige Tipps für dich verstecken. Also, wenn es geht, bitte repariere den Reaktor Schritt für Schritt und rette Rain City. Wenn du das schaffst und dann noch Kraft hast, könntest du sogar mein schreckliches Geheimnis lüften und die Familie retten. Ich drücke die Daumen. Auf Wiedersehen! Okay, die Message und den kurzen Inhalt des Spiels haben wir jetzt erklärt bekommen. Ah, guck mal. Ich stehe in einem Aufzug. Eine Bestenliste gibt es. Das ist auch alles neu. Das sieht richtig nett aus. Da unten sind schon die Farbkleckse. Und das sieht richtig cool aus. So, jetzt gucken wir erstmal, was es so gibt. Also, wir haben den Story-Modus. Wir haben einen Arcade-Modus. Ich vermute mal, das können wir gleich nochmal gucken, dass der Arcade-Modus der Modus ist, den wir auch bei der früheren Fassung auf Steam kennen. Jetzt gucken wir mal, wir können. Könnten auch im Sitzen spielen. Ja, genau. Bewegung linker Stick, rechter Stick drehen. Das ist okay. Höhenanpassung passt, glaube ich, auch. Ihr seht, ich habe auch richtige Hände hier in den Fingern. Das
Das Lauftempo kann ich beeinflussen, Rotationswinkel, die Farbenblindheit. Ah, das ist auch nett. Also es ist noch für Leute gedacht, die da ein bisschen Probleme haben, Farben zu erkennen. Finde ich auch eine coole Idee. Dann haben wir eine Audiosteuerung, Musiklautstärke, Effektlautstärke, Dialog. Musik drehen wir mal etwas wieder runter, weil meistens ist es zu laut, gerade für die Aufnahmen. Hier kann ich noch die Untertitel eintragen. Hier haben wir wieder unsere Spracheinstellung. Und da sehen wir einmal, wer das Spiel entwickelt hat. Und da steht unser Kalle mit drauf, wie ihr seht. Gucken wir uns gerade mal an. So. Hier hat diesmal die Belinda Hillmann, beziehungsweise unsere Gaming-Lady Niki, ist auch weiterhin vertreten. So, ich würde sagen, wir schauen uns als erstes mal den Story-Modus an. So, jetzt weiß ich, Hallo, willkommen in Rainbow Reactor. Mein Name ist Dottie. Ich halte den Laden am Laufen. Jedenfalls das, was davon übrig ist. Wie ich sehe, trägst du schon die Smartwatch, die wir dir geschickt haben. Bitte schaue dir mal ihr Menü an, indem du den X- oder den A-Knopf drückst. Mit den Pfeiltasten oben links und rechts kannst du die Seiten umblättern. Manche Seiten haben Unterseiten, die du mit den unteren beiden Pfeilen durchschalten kannst. Okay, jetzt können wir loslegen. Ja, machen wir. Hier sieht's aber nicht mehr so schön aus wie sonst. Du wurdest hergerufen, da du ein entfernter Verwandter unseres Gründers bist, Professor Alfred Lucian von Hoffenhasselbrock. Uff, es schmerzt mich, diesen Namen zu sagen. Die ganze Familie hat uns verlassen, so wie alle Menschen. Egal, erstmal führe ich dich in diesem bedauernswerten Misthaufen herum, der als der Rainbow Reactor war. Bitte ergreife den Fahrstuhlhebel. Natürlich hat der Fahrstuhl nicht genug Energie, wie alles in diesem Gebäude. Deswegen geht es erstmal nur runter. Schule hat zu wenig Energie. Jetzt hat sie mir was erzählt, aber... Bitte bewege den Hebel, um in den ersten Stock zu kommen. Ja, habe ich doch gemacht. Ich sollte mich wahrscheinlich bedanken, dass du gekommen bist, aber weil du ein Mensch bist, fällt mir das schwer. Sehr nett. Menschen sind dafür verantwortlich, dass der Rainbow Reactor so hinüber ist. Ich hoffe, du kannst das wieder gut machen, Mensch. Da bist du, Dottie. Okay, also die Winkel sieht man, kann man einstellen noch. Etage. Hier könnte würde die Chroma-Paste raffiniert werden, wenn wir genug Strom hätten. Alles hier ist dicht gemacht, sogar unser Museumsshop. Okay. Stimmt, den gab's ja auch noch. Lass uns der Sache auf den Grund gehen und weiter runter in den Keller fahren. Ah, okay. Fahre weiter runter in den Keller. Oh, jetzt wird's aber dunkel, Dottie. Da habe ich aber Angst. So, und jetzt sind wir im Keller. Hui. Oder muss ich noch weiter runter? Ah, er hat geladen. Zwischendrin.
Wir müssen weiterfahren. Okay, das ist der Keller. Die reinste Katastrophe. Nichts funktioniert. Schau dich bitte um, was wir dagegen tun können. Ja, Entschuldigung mal, du hast doch das Chaos hier gemacht, oder? Ich war's nicht. Was soll ich jetzt hier machen? Bitte schaue dich um. Diese Infotafel hat keinen Strom. Das merke ich auch. Ah, da drüben ist ein Hebel. Vielleicht muss ich den erstmal betätigen. Das sieht mir aus wie so ein Stromkasten. Wusste ich's doch. Der Sicherungskasten ist leer. Schau mal, ob du eine Sicherung findest. Ja, du kannst ruhig mal mitgucken, Dotti. Ich muss gerade mal was justieren. Oh. Sicherung finden. Vielleicht ist die gar nicht so weit weg. Sicherung. Dürften doch gar nicht so. Wo soll die denn sein? Diese Infotafel hat keinen Strom. Was ist das? Nee. Wo ist die Sicherung? Wo ist die Sicherung? Bin ich gerade so blöd? Da tue ich nur so. Ich gehe mal da hinten rum. Irgendwo muss sie ja sein. Nee, also mit dem Drehen verwirrt mich gerade ein bisschen. Ich muss das dringendst umstellen. Hier muss irgendwo was sein. Da ist sie. Ich hab sie, ich hab sie. Super, du hast die Sicherung. Mit deiner Fähigkeit, Gegenstände anzufassen und mitzunehmen, sind wir quasi gerettet. Sobald du etwas eingesammelt hast, kannst du nach unten zu deinem Gürtel schauen, um zu sehen, was du hast. Ja. Wenn du einen Gegenstand benutzen möchtest, ziehe ihn von dort hervor. Okay, alles klar. Stecke die Sicherung an den richtigen Sockel. Manpower, oder? Jetzt lege den Hebel um. Passiert nichts. Geschafft. Jetzt sollten wir genug Energie für den ersten Reaktor haben. Also schalte ihn an. Okay. Wo ist der erste Reaktor? Moment, ich will gerade mal was gucken. Nee. Anscheinend komme ich jetzt von da aus nicht. Um deine erste Schicht zu beginnen, drücke den Startknopf und mache dich bereit. So, Startknopf. Würde ich sagen, ist der hier. Mist, funktioniert immer noch nicht. Wir haben keinen Druck auf den Farbleitungen. Irgendwo müssen hier Ventile sein. Ja, habe ich gesehen, da. Ach, okay, das sind unsere Farben. Das sind die Ventile für türkise, pinke und gelbe Chromapaste. Drehe sie auf, aber nicht zu weit. Alle Pfeile müssen im grünen Bereich landen. Okay. Der ist nicht im Grün. Hä?
Oh je, ich muss mich beeilen, so wie es aussieht. Das ist ein kleines Minispiel. Boah, ist das gemein. Super, die Chroma-Paste fließt. Jetzt solltest du am Reaktor loslegen können. Also kann ich jetzt die Starttaste drücken, Dotti? Um deine erste Schicht zu beginnen, drücke den Startknopf und mache dich bereit. Ah. Los geht's. Chroma-Bälle kommen aus dem Reaktor. Wirf diese Bälle ins Abklingbecken und versuche, sie nach ihrer chromatischen Polarität zu ordnen. So, jetzt sind wir in dem Spiel, was wir kennen. Das bedeutet Farbe. Drei oder mehr gleiche erzeugen eine Reaktion, die ihre Energie freisetzt. Ich liebe diese Musik. Vierfache Reaktion, erhöhte Energie. Ah, zu weit. Ja, ich habe keinen. Ich muss sagen, ich habe den Eindruck nochmal, dass es sich etwas besser anfühlt. Ich treffe zwar nicht genauer als vorher auch, aber. Du hast noch drei Strikes. Drei Strikes. Fünffache Reaktion, noch mehr Energie. So, jetzt kommt wieder die Farbe. Ja. Das ist blauer. Ah, fast. Wieder hüpft. Habt ihr das gesehen? Cool. Toll. Jetzt. Also wie gesagt, nicht wundern, dass da oben sind. Ich muss die mal ausblenden. Meine Bewegung. Eine einfache Reaktion. Gut. Ja, komm. Runtergefallen. Ah. Du bist ein Klugscheißer. Nur noch ein Strike übrig. Nein! Was machst du? Ja, nicht so dumme Sprüche wie du, Robben. Die nächste Schicht geht los. Ja, mach ist dich gut. Bereit. Klugscheißi. Ich erstmal wieder ein bisschen einwerfen. Ah. Na, nicht mit einem blöden Spruch auf den Lippen. Weiter so. Das sag ich dir. Jetzt kommt wieder zweimal gelb. Yes. Schlecht. Nicht schlecht. Sagst du nichts mehr dazu, hm? Schaffen wir es auch. Wieso habe ich denn jetzt gelb? Was will ich denn mit gelb? Gelb habe ich doch hier gar nicht mehr. Na, da kommt nochmal ein gelber. Noch fünf Reaktionen. Bau ja keinen Stress auf.
Ah! Der ist mir aus der Hand gerutscht. Ah, Mist. Den gelben lasse ich jetzt einfach mal liegen. Ich glaube, ich kann ihn auch einfach hier umlegen. Ich stehe mal darüber. Ja. Jetzt ist eh egal, jetzt muss ich eh mit Gelb hantieren. Ups. Noch eine Reaktion übrig. Was will ich denn mit Gelb? Ich kann nicht den aber. Ah. Du hast noch 3 Strikes. Ja. Ich muss jetzt immer wieder hier einen wegmachen. Ja. Super, du hast das Ende der Schicht erreicht. Ah, siehst du mal. Übrig gebliebene Chroma-Bälle werden dir abgezogen. Du Bitte? Hast weniger als 11 Chroma-Bälle im Becken gelassen. Nicht schlecht, du kriegst 1000 Bonuspunkte. Oh, bist du freundlich. Du bekommst 100 Punkte für jeden übrigen Strike. Okay, das hätte auch schlechter laufen können. Jetzt ist es Zeit, zum Reaktor Nummer 2 zu gehen. Okay. Das ist gleich hier drüben. Gucken wir uns auch noch an. Ah, soll ich wieder. Also das Drehen muss ich mir anders einstellen. Oh je, ist ja total dreckig. Was ist das denn? Aber das hättest du nur gleich sagen können, dass wir nicht sauber sind. Meine Güte, vielleicht ist es ganz praktisch, einen Menschen hier zu haben. Du kannst diesen ganzen Dreck wegmachen. Fahre ich? In den zweiten Stock zur Kammer der Reinigungsroboter. Bin ich hier die Putzfrau jetzt auch noch? Das ist unglaublich, ey. So, wo war denn der Aufzug, Junge? Ach, da. Jetzt muss ich hier auch noch putzen. Was in den zweiten Stock? Also abwärts. Da muss das Spiel wohl etwas machen. Fahre weiter hoch zur Kammer ja. Der Reinigungsroboter. Wir konnten ja den Stromverbrauch nicht mehr leisten. Deine Arbeitskraft ist zum Glück billiger. Ach ja, das ist ja sehr Siehst nett. Siehst du die kleine Tür am Ende des Wegs? Das ist die Kammer der Reinigungsroboter. Dieser Raum ist ziemlich klein. Ich glaube, er war mal für etwas anderes da. Aber ich vergesse so einiges. Muss an meinen Speicherbänken liegen. Das liegt an deiner... Jetzt fahre wieder in den Keller. Und mach dir keine Sorgen um den Schrubber. Der ist jetzt in deinem Inventar gespeichert. Schau Was, runter zu deinem Gürtel, um ihn voll aufzunehmen. Die Sorgen gemacht. Aber es gefällt mir. Ich muss echt sagen. Ich lebe wieder kurz nach. Bevor du jetzt gleich sagst, du musst weiter runterfahren, fahren wir schnell runter. Okay, jetzt wische diesen hässlichen Chroma-Fleck vom Startknopf. Dann kannst du dich an die Arbeit machen. Weißt du was? Das hättest du eben auch machen können. Hättest dich jetzt da mal. Hättest du es ja mal wegblasen können mit deiner großen Klappe. Ich ja putzen. Toll. Kann ich dich auch mal putzen? Komm her. Autsch. Entschuldigung. Nein. Nein, ich will dich aber auch mal putzen. Komm her. Ich heb den mal auf. Wenn du das nächste Mal bei mir bist, dann putze ich dich auch mal. Für die größtmögliche Effizienz okay, werden zweites Level, aus dem sagen. Reaktor durch die mal Rohre gucken, dahinter ins Becken schaffe. Geleitet. Diese Rückstandsbälle haben allerdings weniger Energie und werden nicht von selbst reagieren.
Du solltest versuchen, den hinteren Teil des Beckens sauber zu halten, damit es nicht überläuft. Also ich mag die Niki ja unwahrscheinlich, aber hier geht's mir auf die Nerven. Oh. Ach, jetzt kriege ich hier noch Kugeln dazu, muss ich aufpassen. So, wir gucken uns das jetzt hier nochmal an und dann hätte ich gesagt, gucken wir nochmal den Arcade-Modus. Das gibt einen Strike. Niederenergetische Reaktion aus Rückstandsbällen. Prima. Du lupst mich ja mal, das Spitze. Ist ja der Wahnsinn. Noch oh, danke. Reaktionen. Du kannst ja nicht nur beleidigen. Du musst ja auch mal höflich sein. Ganz nett. Nett. Weißt du, von nett habe ich nichts. Das ist toll, dass es nett ist. Ah! Du hast noch 3 Strikes. Jo. Wüsste, dass ich hier wieder verliere, würde ich ja mal einen gegen Kopf knallen. Ah, zu weit. Ah ja. Ich finde das so lustig, wenn die dann wieder so im Springen sind, die Kugeln. Ah, nee. Oh. Jetzt kommt gut. Jetzt hoppelt er da rum. Reaktion aus Rückständen. Gut. Eine noch, eine kriegen wir noch hin. Ah, ja, so nicht. Können wir mal um die Route treffen? Hm. Komm, ich probier mal was. Ich glaube, ich brauche einen neuen Mitarbeiter. Oh. Jetzt versuche es nochmal. Okay, also das magst du wohl nicht, wenn man sie schlägt. Die nächste Schicht beginnt. Ist er wohl nicht begeistert. Aber es wurde eingebaut. Das ist lustig. Okay, das schaffen wir jetzt noch schnell. Vierfache Reaktion, erhöhte Energie. Okay, noch 15 Reaktionen. Schön aufgeräumt da hinten. Ja. Ich putz für dich, räum für dich aus. Möchte noch was zu essen Eine kochen? Eine einfache Reaktion, gut. Oh nein, oh doch, das ist passiert, ich kann es nicht ändern. Es tut mir leid. Was ist denn hier mit den Farben? Na, gelb haben wir auch nicht. Ah, zu weit, zu früh. Nicht weit genug. Wieder energetische Reaktion aus Rückstandsbällen. Aber ich muss mal zugeben, ich mag das. Auch wenn ich jetzt ziemlich geschimpft habe. Ich finde das. Die gehört ja einfach dazu. Nicht schlecht. Ach,
wenn sie manchmal sehr beleidigend ist. So ein frechen Roboter wird ja gebraucht. Noch eine Reaktion aus Rückständen. Noch 5 Reaktionen. Mit der Farbe kann ich aber nichts anfangen. Das ist wie bei Tetris. Da sind immer die Farben, die man definitiv nicht gebrauchen kann. Wenn ich die jetzt... Ich den noch auslösen kann, ist gut. Weiter so. Ja, ich muss ja. Es kommen ja weiter Kugeln. Ganz nett. Du hast noch 3 Strikes. Runtergefallen. Ja. Ach komm, mach Dinger. Hab ich gar nicht gemerkt, dass mir die runtergefallen ist. Mist. Das lasse ich gerade nach. Fällt mir gerade gar nicht. Nur noch 1 Strike übrig. Ja. Schön aufgeräumt da hinten. Ja. Danke. Noch eine Reaktion übrig. Ich hab's geschafft. Ende der Schicht. Mal schauen, wie du dich angestellt hast. Du hast weniger als 11 Chroma-Bälle im Becken gelassen. Nicht schlecht. Du kriegst 1000 Bonuspunkte. Sehr schön. Du bekommst 100 Punkte für jeden übrigen Strike. Hier kann ich's einstellen. Ich muss zugeben, du bist nicht so nutzlos wie die meisten Menschen. Oh, jetzt geht's aber los, du. Die anderen Flecken auf dem Boden. Wenn du sie alle wegmachst, gebe ich dir eine Belohnung. Was denn? Neuen Besen oder was? Du bist ja witzig. Weißt du was? Ich putze jetzt gar nicht mehr. Ich mache jetzt hier mal eine Pause. Wir gucken nämlich jetzt nochmal, vielleicht nochmal kurz ins Hauptmenü rein. Wie komme ich da raus? Fortwärts zurück zum Hauptmenü. Tschüss, bis gleich. Und gucken nur nochmal kurz ins Arcade rein. Also hier seht ihr normal. Leicht, okay. Also mir reicht leicht, also normal im Moment. So, wir gucken mal. Oh, es gibt sogar einen Party-Modus. Das ist ja lustig, hier kann man jetzt abwechselnd spielen. Wir machen mal eine einzelne Schicht, wir starten mal das. Und schauen mal, aber ich vermute, ja, jetzt sind wir im normalen, wie wir es kennen, Spiel. Ich starte jetzt nochmal eine Runde. Los geht's. Chroma-Bälle kommen aus dem Reaktor. Pass auf, sie sind sehr empfindlich. Schnapp aber ihr sie seht, dir also da ist man halt direkt drin, muss hier nicht putzen du oder sonstiges. Du musst die Bälle ins Abklingbecken werfen und sie zum Reagieren bringen. Wo sind eigentlich unsere Nervensäge? Positioniere sie deswegen gemäß ihrer chromatischen Polarität. Oh, ja stimmt, ich habe jetzt hier Auffangbecken. Umso mehr von ihnen auf einmal reagieren, desto mehr Energie liefern sie. Okay, also ihr seht hier, sind wir jetzt direkt in dem Chroma-Becken und müssen hier die Kugeln reinwerfen. Die rollen jetzt auch hier, finde ich, etwas schneller wieder. Das ist jetzt quasi den Modus, den wir ja kennen. Man ist direkt drinne. Die habe ich jetzt gerade noch so gefangen. Oh. Also ich bin wirklich glücklich, dass dieses Spiel es jetzt endlich auf die Quest geschafft hat. Und ich glaube, der Kalle auch. Und nicht sogar nur im App Lab Store, sondern direkt im Oculus Store. Ich finde das wirklich ein Spiel, wo Mama sagt, ich ziehe mal schnell die Quest auf und leg einfach mal los. Ich muss keinen Rechner anschmeißen. Und es ist ja ein Spiel, wo man auch mal, wo es ganz nett ist für die Kinder. Okay. Man bewegt sich und... Noch 5 Reaktionen.
So, und ich möchte jetzt nochmal an das Gewinnspiel erinnern. Ihr könnt dieses Spiel hier einmal gewinnen. Gesponsert bei Medium Passion. Ich habe am Anfang ja schon gesagt, was ihr tun sollt. Denkt dran, unserem Discord beitreten, einen Kommentar hinterlassen, das Video liken und natürlich auch den Kanal abonnieren. Dann seid ihr dabei, dann kommt ihr in den Gewinntopf und werdet dann ausgelost. Ich gehe mal davon aus, dass wir das so eine Woche später machen würden. Also gewinnt quasi 15 Euro für das Spiel. Und vierfache Reaktion, erhöhte Energie. Lernt das einfach mal selber kennen. Und hört euch mal die Tante da oben mal selber an. Eine einfache Reaktion, gut. Noch eine Reaktion übrig. Du hast noch 3 Strikes. Ja, ist gut. So. Noch eine Schicht geschafft. Schauen wir uns mal deine Punkte an. Du hast weniger als 11 Chroma-Bälle in der Hand gelassen. Nicht schlecht. Wieder gut, du kriegst 1000 Bonuspunkte und wir löschen einen Strike. Du so, wie gesagt, ihr kriegt das Spiel. Könnt ihr gewinnen? Okay. Video liken, Kanal abonnieren, in unseren Discord kommen. Und in circa einer Woche wird die Verlosung dann stattfinden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Hoffe, es hat euch etwas gefallen. Und vielen Dank. Macht's gut. Tschüss.